Anleitung, um Spotify-Exclusive-Podcasts über Alexa auf Amazon Echo abzuspielen, ohne Premium mit Spotify-Free-Account, präsentiert für euch von Hyperlink.com. Seit kurzem ist es möglich, Spotify-Exclusive-Podcast auch auf dem Amazon Echo zu hören. Tendenziell nichts Neues, doch bisher wurde hierfür eine Spotify-Premium-Mitgliedschaft benötigt. Alexa, spiel den Podcast Fest und Flauschig. Das kenne ich leider nicht. Dies ist inzwischen nicht mehr so, und auch mit Spotify Free möglich. Wie genau das geht, und was genau zuvor noch über die jeweiligen Apps eingestellt werden muss, nachfolgend in diesem Video für euch. Als erstes öffnet ihr eure Spotify-App auf eurem Smartphone oder Tablet. Auf der Startseite der App tippt ihr oben rechts einmal auf das Zahnrad, um zu den Einstellungen zu gelangen. Hier dann erneut auf die Unterkategorie Sprachassistenten und Apps. Hier könnt ihr nun externe Apps mit eurem kostenfreien Spotify-Account verknüpfen. Ich hatte Spotify mit Alexa bereits verknüpft. Ihr müsst nun auf den mittig platzierten Button Verbinden tippen und Schritt für Schritt alles bestätigen und euch durchklicken. An diesem Menüpunkt kann man Spotify als Standard für all eure Alexa-Geräte einrichten, ob für Musik, Künstler und Genresender oder eben für Podcast. Bei Podcasts in der Amazon Alexa App könnt ihr euch zwischen Amazon Music, Apple Podcast, Spotify oder TuneIn als Standard entscheiden. Wichtiger Hinweis: Ihr könnt dennoch Podcasts von Spotify abspielen lassen, ohne dass der Standarddienst als Spotify festgelegt ist. Dieser kann weiterhin standardmäßig Amazon Music sein. Alexa, spiel den Podcast Fest und Flauschig auf Spotify. Fest und Flauschig auf Spotify wird abgerufen. In der Amazon Alexa App kommt ihr wie folgt zu den Einstellungen für verknüpfte Apps. Tippt rechts unten in der Alexa App auf Mehr, anschließend auf Einstellungen und unter Alexa Einstellungen auf den Menüpunkt Musik und Podcast. Hier kommt ihr ebenfalls auf die Einstellmöglichkeiten für Standarddienste, sowie könnt neue Dienste verknüpfen, wie beispielsweise auch die ARD Audiothek. Oder, hier dann auch die jeweiligen Skills, wie für Spotify, wieder deaktivieren. Natürlich könnt ihr jederzeit in eure Amazon Alexa Einstellungen für Standarddienste zurückkehren und die jeweiligen Standard-Apps wieder zurücksetzen oder ändern. Viel Spaß beim Podcast-Hören auf eurem Echo-Gerät. Weitere Videos und Beiträge über Podcasts sowie Amazon Echo auf dem Hyperlink YouTube-Kanal in den entsprechenden Playlists oder auf hyperlink.com.